Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOWG. Der Rapper SSEO kündigt sein neues Album Messios an. Ja, meine lieben Freunde, unser heutiges Thema bei Rap Talk. Rap Talk bei Doggy3DL. Und zwar hat der Rapper SSEO, wie gesagt, sein neues Album für dieses Jahr angekündigt. Es wird voraussichtlich Richtung Oktober hinauslaufen, dass es da released wird. Kurz davor released, glaube ich, Mero sein Album bei AON. Danach ist der Rapper SSEO dran, der auch AON-Member ist, meine lieben Freunde. Also sprich, ich glaube, immer noch bei Qatar unter Vertrag ist. Und zwar hat der Rapper SSEO ein Bild gepostet von dem sogenannten Cover des Albums, Freunde. Und zwar hat dieses Cover wirklich einen großen Shitstorm ausgelöst. Und zwar würde er sich über eine Religion oder besser gesagt über einen Messias, über einen Gott im Prinzip lustig machen, meine lieben Freunde. Bei Instagram hat er einen sehr großen langen Post veröffentlicht, den könnt ihr euch gerne reinziehen, meine lieben Freunde. Ich lese euch nur einen kleinen Teil vor. Ich starte mal mit dem wichtigsten Teil, ja. Ich war 3 Jahre weg und hatte keinen Bezug zur Rap-Szene. Meine Fans haben mich terrorisiert, neue Musik rauszubringen. Täglich Nachrichten und Kommentare von enttäuschten Fans. Permanent draußen drauf angesprochen zu werden, wann neue Musik kommt. Diese enorme Interesse an meiner neuen Platte hat mich so sehr motiviert, dieses Mal alles zu toppen, sodass ich mich dazu entschlossen habe, noch länger im Studio zu bleiben, meine Tour 2-mal zu verschieben, Festivals und Auftritte abzusagen und mein privates Leben aufzugeben, um das beste Album meiner Karriere auf die Beine zu stellen. Davon könnt ihr euch bald selbst überzeugen. Einfach gesagt, das hat eine Menge Nerven und Geduld abverlangt. Außerdem hat es eine Menge Zeit und eine Menge Geld gekostet. Das war so unwirtschaftlich, dass selbst der finanzielle Aspekt kein Motiv als Argumentation darstellt. Ich verkaufe mich nicht für Fame, Geld oder Kollegs. Das habe ich all die Jahre unter Beweis gestellt. Ich habe selber eine Familie und Freunde, vor denen ich mich rechtfertigen muss. Über den Weg der Blasphemie zu polarisieren und für Reichweite zu sorgen, ist geschmackslos und wahr und es wird auch nie Teil meiner Kunst sein. Ich polarisiere auf meine Art und Weise durch meine Musik und durch meine Ironie. Niemals mit Emotionalität, so kennt man mich. Zu den Hetzern und Spaltern in den Kommentaren. Mit euren rassistischen und beleidigenden Kommentaren habt ihr bewiesen, dass ihr wie Hundekacke unter meiner Schuhsohle seid. Wer ist ihr? Wer ist wir? Was für eure Religion? Unsere Religion? Euer Prophet? Unser Prophet? Das ist ganz einfach, meine Lieben. Es gibt nur wir alle oder du alleine. Lasst mich und meine Fans in Ruhe mit sowas, ihr Lutschpastilin. Was ist denn Lutschpastilin? Naja, ist ja auch egal. Jo, meine lieben Freunde, das ist natürlich ein hartes Stück, was SSEO jetzt direkt vor Release einbüßen muss. Mal schauen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Album anhört im Jahr 2019. Ich glaube, sein letztes Album oder seine letzten Singles, besser gesagt, sind schon wirklich einige Jahre her, ja? Also die Fans werden, glaube ich, durchdrehen. Ja, Freunde, das war's mit diesem Album. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und haut rein. Peace and out.